So, wir sind also auf dem Stand der Deutschen Telekom und hier gibt es eine der spannendsten Neuheiten der Messe, das KI-Concept Phone der Deutschen Telekom. Ja, zeigt doch einfach mal, was das ist. Heißt das tatsächlich KI-Handy oder wie ist der offizielle Name? Das ist das Konzept KI-Handy. Ah, okay. Ne? Weil es eben nur ein Konzept ist, so wie wir uns die Zukunft vorstellen, wie man in Zukunft mit seinem Smartphone interagieren wird. Mhm. Weil, was ja der Fall ist, ne, wir sind alle trainiert, Apps zu nutzen. Ja. Also wenn wir irgendwas erreichen wollen, wir müssen wissen, welche App müssen wir nutzen, wir müssen wissen, wo sie zu finden ist und wir müssen wissen, wie sie zu bedienen ist. Und das braucht alles Zeit und ist eigentlich wahnsinnig aufwendig. Das fällt uns nicht auf, weil wir das alle kennen und irgendwie daran gewöhnt sind. Ja. Aber es gibt eigentlich einen viel, viel natürlicheren Weg, mit dem Handy umzugehen. Und das ist mit einem Personal-KI-Assistenten, der auf dem Handy ist und der eigentlich alle diese Tasks für dich erledigt, ohne auf die ganzen Apps zugreifen zu müssen. Und auf diesem Handy ist praktisch, gibt es keine Apps, keinen App-Drawer, keine Statusleiste, irgendwas, sondern nur diesen KI-Assistenten, richtig? Genau, das ist die Vision. Ja. Aktuell haben wir auf dem Gerät noch Apps drauf, weil wir glauben, es wird auch eine Übergangsphase geben. Ja. Ne? Also das ist so revolutionär, dass die Leute es wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich adaptieren werden, sondern wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, auszuwählen. Ja. Das ist so, wie wir anfangen wollen. Aber langfristig ist das natürlich so, dass wir uns wirklich vorstellen, dass es keine Apps mehr geben wird. Die wird es einfach nicht mehr brauchen. Alles klar. Und ich glaube, das ist jetzt das T-Phone. Ja, genau, das ist unser T-Phone. Mit einer angepassten Firmware sozusagen, wo dann dieser Assistent. Genau, da haben wir den Assistenten draufgespielt zur Demo. Und das, dieser Punkt ist sozusagen der Magenta Assistant oder wie soll man den nennen? Ja, genau, das ist unser KI-Assistent. Okay. Ja? Und ich kann euch jetzt mal eine Demo zeigen, weil anhand von Flugbuchungen kann man eigentlich relativ einfach erkennen, wie viel Zeit man sparen kann. Ja, okay. Book me a flight from Barcelona to London on Sunday for 2 people. Und er validiert jetzt quasi meinen Request und schaut, ne, was will sie denn genau? Und dann holt er sich die Informationen aus dem World Wide Web. Dazu braucht es keine Anschlussstellen, sondern die Informationen müssen nur online verfügbar sein. Und dann zeigt der Personal Assistant mir die unterschiedlichen Optionen aus. Es ist gar nicht so teuer, nach London zu fliegen. Ich kann mal gucken. Mhm. Und dann sieht man eben die einzelnen Optionen, man kann bestätigen und dann nochmal schauen, welche Passagiere mitfliegen sollen. Und dann kann ich es einfach buchen. Und das hätte mich jetzt normalerweise sehr viel Recherchezeit gekostet. Aber dann muss der am besten meine Vielfliegerkarte, meinen Namen und so weiter, das muss der dann alles schon haben. Oder fragt er denn als Assistent sozusagen ab im nächsten Schritt? Also was wir auch machen wollen, wir wollen den Kunden die Möglichkeit geben zu wählen, wie viel Daten wir preisgeben. Und vom Convenience-Aspekt her ist es natürlich besser, die KI weiß das. Ne? Und ja, wenn der Kunde sich dafür entscheidet, dann ist das alles möglich. Ja. Wir haben aber auch noch einen zweiten Showcase, ja, weil Online-Shopping ist auch so ein Thema, das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Ich weiß das, ich verbringe sehr viel Zeit mit Online-Shopping. Aber das ist zum Beispiel eine Geschenkempfehlung. Ja. Ne? Also man kann heutzutage ja nicht auf Amazon gehen und sagen, ich brauche was für meine Oma, zeig mal, was gibt es denn so? Sondern man muss sehr spezifisch suchen. Ne? Und heute könnte ich eigentlich einfach sagen, recommend me a gift for my grandma who loves tennis. Und der Assistent erkennt jetzt eben, okay, es geht um die Großmutter, das heißt eine ältere Person, aber ich zeige jetzt keine Heizdecke, weil sie hat gesagt, sie liebt Tennis. Mhm. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Tennismaschine für meine sportliche Oma? Ne? Das sind so Vorschläge, die die KI dann erarbeitet. Und das ist jetzt hier im Showcase mit Amazon gemacht, aber das kann im Grunde jeder Online-Shop sein. Dann hat aber die KI schon viel Macht. Ne? Sagen wir so, jetzt wir testen ja Handys. Wenn jetzt Computerbild sagt, das Handy, Türkis 22A ist das beste Handy und die KI sagt aber, es ist Orange 22A ist das beste Handy, dann, oder der eine sagt das iPhone, der andere Samsung, dann hat er schon eine gewisse Entscheidung über mein Leben, oder? Naja, man muss natürlich schauen, die KI versucht, anhand deiner Präferenzen das beste Ergebnis für dich zu liefern. Ja. Ne? Wir haben schon die Vision, dass die KI nicht über uns bestimmt, sondern uns ergänzt. Mhm. Wir haben uns überlegt, welche Beziehungen soll denn die Technologie mit uns Menschen haben? Und da ist es wichtig, dass die Technologie wie eine Liebesbeziehung mit uns hat. Die will uns nicht schaden, sondern die will uns helfen. Mhm. Und das ist auch die Vision, die unser Partner Brain AI hier hat. Und
Ich kann die Skepsis verstehen, aber das ist auch die Angst, die wir den Kunden nehmen wollen, indem wir denen selber die Wahl überlassen, welche Daten sie eben teilen und welche nicht. Ist das dann auch so eine Leistung der Telekom? Weil mir wurde gesagt, dieses Brain AI gibt es zumindest im amerikanischen iPhone App Store auch als, kann man den Assistenten auch runterladen. Genau, der ist dann als App, nicht. Der ist noch nicht so integriert, wie wir uns das vorstellen. Ja. Aber ja, das ist natürlich die Leistung der Telekom, dass wir da als vertrauenswürdiger Anbieter auch auftreten wollen und validieren, dass auch die Lösung allen unseren Ansprüchen entspricht, was Data Security und Privacy angeht. Gibt es eine Chance, dass Sie das Weihnachten 2024 schon meiner Mutter schenken kann? Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich meine, Sie haben ja gesehen, wie rasant die Entwicklung im AI-Bereich voranschreitet. Ja. Bleiben Sie gespannt. Alles klar. Vielen Dank. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.